Und mit diesem wunderschönen Intro. Hallo. Da sind wir wieder. Bei was anderem meinst du uns? Richtig, wie jedes Mal eigentlich, wenn dieser Satz kommt. Drücke Start. Und diesmal so mit vertauschten Rollen. Wieder mal nach langer, langer Zeit. Sofort ins Spiel geschmissen. Ja. Wie man auch im Bildschirm schon sehen kann, Pokémon Platin, per Randomizer verändert und mit Nuzlocke regeln, weil es ansonsten ja ganz langweilig ist. Weil Randomizer allein ja nicht reicht. Das wird komplett verwirrend. Sehr viel Mühe damit gegeben, dieses Bild zu malen. Appreziert es also. Ja, das war anstrengend. Naja. Magst du lesen das Intro oder? Vor. Ich darf der Prof sein, auch okay. Ich gefragt. Ja. Von mir aus gerne. Ich muss irgendwann meinen Spock wieder rausholen. Ich kann keinen Spock, egal. Hallo du, freut mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Eibe. Aber jeder nennt mich einfach nur Pokémon-Professor. War das nicht eigentlich Eich und jeder andere auch schon? Ja. Zunächst möchte ich dich etwas fragen. Ist dies dein erstes Abenteuer? Wenn du Hilfe brauchst, bist du bei mir in der absolut richtigen Adresse. Nö. Ist es nicht das erste Pokémon, was ich in meinem spiele? Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Hier habe ich einen Pokéball. Du darfst gerne ein Stück weit schneller lesen. Bitte berühre den Pokéball in der Mitte. Ich kann nicht viel schneller lesen, weil das Latenz und so, ne? Ja, Brigitte. Ping. Die Menschen leben mit dem Pokémon ein Leben in Freundschaft. Schnell genug? Ja, das ist fast wieder. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Ist okay. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Und was ich tue, willst du wissen? Gefragt? Scheinbar. Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen über dich? Verrätst du, ob du ein junger Mädchen bist? Ja, wir haben uns diesmal doch den Kerl entschieden. Also wir, Pluralis Majestatis. Ich habe mich für den Kerl entschieden, weil ich das spiele. In der Tat. Aha, du bist also ein Junge. Nö. Pff, deswegen sehe ich auch so aus. Verrätst du mir auch deinen Namen? Ja, kann ich machen. Das Spiel ist voll sexistisch. Das hat keine akkurate Wiedergabe meiner eigenen Identifikation. Kann doch kein Melanie sein. Ist Melanie wirklich inzwischen offiziell ein eigenes? Sagt sie selbst. Egal. Aber ich kenne so viele Melanies. Vom Typ her. Du bist also Snow. Nein. Deswegen habe ich dir diesen Namen genannt. Sehr schön, du bist also Snow? Ja. Das ist aber mal ein schöner Name. Der junge Mann hier, ich glaube, das ist dein Freund. Nee, den kenne ich nicht. Wie er wohl heißt? Jochen. Das ist alles sehr schöner Name. Der heißt Vigo, weil es geht ja darum, dass es mein Freund ist. Oh. Wir können uns nicht leiden, deswegen machen wir diesen Kanal gemeinsam. Exakt. Vigo, sagst du? So heißt dein Freund also? Eigentlich Vegeta, aber bei dem Namen wird er immer gehänselt. Am Arsch. Nun, Snow, die Zeit ist gekommen. Du wirst nun Abenteuergeschichte schreiben. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen treffen. Und auf deinem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Blattumbruch. Ja. Aber du wirst auch viel über dich selbst erfahren. Da bin ich mir sicher. Genug geredet. Genug! Enough! Ich werde der Pokémon wartet. Jo. Wuhu, Schrumpfstrahl. Ja. Farbenentziehstrahl.
Pokémon sind stets bei uns. Ich hoffe, du verstehst die Bedeutung dieser Worte. Diesen Vermerk hat der aus der Kanto-Region nach Sinnoh zurückgekehrte Professor Albe hinterlassen. Im Fernsehen. Ui. Damit beenden wir unsere Sondersendung Frag Professor Albe. Ihr Jubelstadt-TV. Wow. Sehen uns nächste Woche. Donnerspruch. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Ja. Ja, danke, das war mein Plan. ich wollte in die Optionen gehen und Text erstmal vernünftig weiter einbauen. Ekelhaft. Und das Wichtigste, wir müssen ein schönes Motiv finden. Oh Gott. Ja, das gehört immer dazu. Das hier sieht richtig schön aus. Ja, das ist irgendwie so 90er. Naja, egal, nehmen wir das. Es ist grausam, deswegen will ich es haben. Das bin ich. Ich wollte es nicht so sagen, okay. Hi, 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 da bist du ja. Hey Snow, hast du das gerade im TV gesehen? Klar hast du. Professor Albe ist dieser super wichtige Typ, der Pokémon erforscht, oder? Der Professor erforscht, nicht ganz. Also muss er doch säckeweise Pokémon zu Hause haben. Wir müssen ihn nur fragen und er gibt uns welche ab, bestimmt. Hey, ist das ein neuer PC? Wo war ich stehen geblieben? Oh ja, richtig. Also wir gehen zu Professor Albe und holen uns Pokémon. Ich warte dann mal draußen. Mach schon, Snow. Komm nicht zu spät, sonst musst du Strafe zahlen. Was? Strafe. Okay. Nee, erstmal wie spielen. Nee, kein Bock. Ah! Oh, das ist so ekelhaft. Man rennt automatisch X-Nops rein. Öffnet das Menü. Das ist ja so ein inspirierender Satz stehen. Ach ja, ich darf hier vorne sprechen. Es steht hier frei, dies zu tun. Nicht zu hoch, bitte. Snow! Bego ist schon weg. Ach was? Ich weiß nicht, was er vorhat, aber er ist ziemlich schnell hinausgesaust. Danke, dass du dafür von deinem Platz aufgestanden bist. Ich geh da mal nach draußen, ne? Tschüss, Mutter. Oh. Snow, geh nicht ins hohe Gras. Wilde Pokémon können dich angreifen, wenn du durchs hohe Gras gehst. Das wäre nicht schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon dabei hättest, aber... Ich will dir keins geben. Diesen Satz erzähle ich dir schon seit den 11 Jahren, die du lebst. Pass auf dich auf, Liebling. Ja, wir nehmen das abends auf, das fällt auf. Das spielt ja Tageszeiten. Abends? Wir haben gerade 7:07. Ja, das ist abends. Ich hab das Spiel schon mal gespielt, also... Bums! Das sagt er nicht, das ist einfach nur ein... Egal. Egal, ich hab keinen Soundtrack gemacht. Nicht. Ich stell mir gerade vor, der rette dich rein. Bums! Was? Wie? Oh, hey Snow. Ich geh zu Professor Albe. Und du kommst mit. Beeil dich. Ah, hab was vergessen. So ist er immer. Freu dich. Nein, Mutter von Vego, du bist nicht richtig. Ich nehme besser auch mein Beutel und mein Tagebuch mit. Oh, hey Snow. Ich warte auf der Straße auf dich. Bleib allein in meinem Zimmer. 10 Millionen Poké-Dollar, whatever. Strafe, wenn du zu spät kommst. Ich bin mir etwas unsympathisch. Was glaubst du, warum ich dir nicht spreche? Ich kann den Kerl auch nicht leiden. Super. Original ist der Barry. Ja, warum auch nicht? Route 201. Du bist langsam. Also gut, lass uns zu Professor Albes Labor gehen. Punkt. Was kann ich ins hohe Gras, oder? Keine Sorge, kein Problem. Es macht nichts, dass wir keine Pokémon haben. Vertrau mir einfach, ich habe eine großartige Idee. Hör zu. Du weißt, dass wilde Pokémon nicht angreifen, wenn du durch hohes Gras läufst, nicht wahr?
Wir müssen schnell genug von einem Fleck Gras zum nächsten rennen, bevor ein wildes Pokémon erscheinen kann. Wenn wir rennen, dann können wir Sandgemma erreichen, ohne auf ein wildes Pokémon zu treffen. Also bleiben wir nicht auf den Fersen. Daten Logic, oder? Ja, so, los geht's. Auf die Plätze. Appet. Unerwartet, ist das der Professor? Ihr beide besitzt doch gar keine Pokémon, oder? Warum wollt ihr dann durch hohes Gras gehen? Großes Schweigen. Hey Snow, dieser OP. Das ist Professor Alba, habe ich recht? Was macht er hier? Die wollten zu Gras, weil sie dann keinen Pokémon haben wollen. Was? Nein. Was? Weil sie Pokémon haben wollen. So rum, okay. The fuck. Murmel, was tun, was tun? Ihre Welt würde sich mit Sicherheit ändern, wenn sie Pokémon hätten. Wäre es richtig, wenn ich sie auf diesen Weg bringen würde? Oh, du bist ein alter Mann, das fällt auf. Ihr beide, ihr liebt Pokémon wirklich, oder? Nein. Dreimal pro Tag. Hey. Hey, nun warte mal. Was erzählst du denn da? Ich habe das nicht richtig mitbekommen. Daher frage ich noch einmal. Ihr beide, ihr liebt Pokémon wirklich, ja, oder? Sicher, sicher, liebe Pokémon. Dreimal am Tag. Ich frage euch noch einmal. Ihr beide, ihr liebt Pokémon wirklich, oder? Wie willst du das? Hast du... Das hat man uns schon noch tausend... Das kann man uns noch tausendmal fragen. So rum. Ich habe dir schon tausendmal gesagt. Ich liebe Pokémon. Die Antwort wird sich nie ändern. Ich werde tausendmal antworten, dass wir Pokémon lieben. Hier. Wir. Okay. Egal. Stimmt doch, oder? Nein. Du machst Witze, oder? Ich frag dich also nochmal. Yay. Ja, natürlich werden wir das. Ein paar sorglose Kinder, die einfach so ins hohe Gras gehen wollen. Und das ohne eigene Pokémon? Ich denke mit Schaudern daran, was solche Leute mit Pokémon anstellen würden. Dann verzichte ich eher auf ein Pokémon. Okay. Ich war es, der unbedingt durch das hohe Gras wollte. Verzeihen! Oh mein Gott! Das nenne ich ehrlich. Also gut, ich vertraue euch beiden Pokémon an. Und ich entschuldige mich, dass ich euch getestet habe. Wie dem auch sei. Wir müssen versprechen, dass ihr euch nie wieder so gedankenlos in Gefahr bringt. So, wo habe ich nur... Ich glaube, dass es dann meint, Zug einfach, weil du ansonsten den richtigen Monolog führst. In der Tat. Professor Albe, ich habe Ihre Tasche am See vergessen. Oh, stimmt etwas nicht? Ah, da ist sie. Du kommst genau richtig, Lucia. Ich wollte den beiden ja gerade ein eigenes Pokémon anvertrauen. Verzeihung, aber... Pokémon sind schwer zu ersetzen. Sind Sie sicher, dass Sie sie abgeben wollen? Wir leben Seite an Seite mit dem Pokémon. Hab ich einstudiert. Für jeden kommt einmal die Zeit, auf Pokémon zu treffen. Es gibt eine Welt, die man zusammen mit Pokémon entdecken sollte. Für diese beiden ist heute die Zeit gekommen. Hier und jetzt. Nur zu, öffnet die Tasche und wählt eure Pokémon. Wirklich, Professor Albe? Albe! Albe! Ich kann es kaum glauben. Ich bin so glücklich, dass ich nur... noch grinsen kann. No, du kannst zuerst wählen. Hey, ich bin ja schließlich schon so gut wie erwachsen. Mehr ist nur das. Da kann ich mich ruhig in Zurückhaltung üben. Okay. Die Führ nehmen. Worauf wartest du denn noch? Du machst die Tasche schon auf. Den Rest kann ich nicht mehr lesen. Ist auch unwichtig. Es gibt das ja so ein bisschen. Ja. Und... Boah, 3D.
Hier sieht man die Vor- und Nachteile eines Randomizers. In meinem Fall... Was ist denn hier drin? Ein Goldini, auch wenn ein Chelas drauf gemalt ist. Will you take this Pokémon? Ja, das ist leider auf Englisch, da kann ich nichts gegen tun. Randomizer. Goldini ist jetzt nicht so geil. Ichlor? Boah. Etta? Latias nehme ich. Ist Latias wirklich so gut im Vergleich zu Sichlor? Abgesehen davon, dass es ein legendäres ist. Es ist egal, mehr oder weger, weil die Attacken auch randomisiert sind. Stimmt, ja. Einfach Latias haben. Dann nimm Latias. Und was kriege ich dann jetzt? Ich krieg Goldini, oder? Ich glaub fast ja. Then I choose you. I am picking this one. Sehr gut. Ihr beide habt eine Wahl getroffen. Guck, oh, uns ist schwer zu ersetzen. Komisch, du hast ein Latias dabei. Aber nun hört mir gut zu. Die Pokémon, die nun zu euch gehören, sind mit dieser Welt nicht vertraut. Und daher ähneln sie euch in gewisser Weise. Da ihr und eure Pokémon daher so etwas wie Anfänger seid, hoffe ich, ihr haltet fest zusammen. Solltet ihr irgendwelche Probleme haben, scheut euch nicht, mich in einem Labor in Sandgemme aufzusuchen. Und nun muss ich aufbrechen. Eine Regel, die man in Pokémon nicht kennt, Pokémon greifen keine alte Leute an. Weil er hat kein Pokémon dabei, anscheinend. Aber, hm? Ja, er hat ein Spezial-Deo. Old people smell Deo. Dachte eigentlich eher so eins mit Repel-Einmixung, aber... Einfach Schutz, ja. Schutz heißt das, okay. Professor, warten Sie auf mich! Tut mir leid, lasst mich bitte durch. Wir standen dir gar nicht im Weg, aber okay. Was sagst du dazu? Professor Halbe ist echt nett. Im Fernsehen sieht er immer so ernst und furchteinflößend aus. So, nun besitzen wir beide Pokémon. Da gibt es nur eins für uns zu tun. Bist du bereit? Nein. Was ist das denn für eine Einstellung? Ein Nein lasse ich nicht gelten. Ich liebe diese Entscheidungsfreiheit, die auch wirklich den Spielverlauf beeinflusst in diesem Spiel. Ja. Ja, okay, das ist doppelt. Ich wollte so etwas immer einmal sagen können. Die Zeit ist endlich gekommen. Oh, ich wollte dich zu einem Kampf heraus. Gerne ab. Juhu. Dann mich. Was habe ich bekommen? Ja. Goldini. Puh. Starter-Pokémon wird behalten, ne? Was habe ich denn für Attacken? Eben, wollte ich gerade fragen. Zen-Kopfstoß und Sonnentag. Zen-Kopfstoß ist ja recht geil, weil das ist eine Stab-Attacke sogar. Nice. Attacke, die Latias, glaube ich, bin ich. Wir können gleich mal auch schauen, was wir eigentlich für, ja, nice. Kratzer? Jo, schön. Was zum das tat weh? Kann ich alles vorlesen. Schreit ja nix, welchen Text ihr gerade gelesen habt. Niemals, wir machen weiter. Ich reiche das Maximum. Ja, das versteht man auch so gut. Hä? Nichts. War ich wieder so schnell? Bisschen. Okay. Level 6. Exakt. Was sagst du da? Ich habe verloren. Nur gewinnt 5 Euro. Ich muss nach Hause. Der Kampf hat mich total müde gemacht. Mein Pokémon braucht Ruhe. Bis später dann, Snow. Also laut Nuzlocke-Regeln habe ich ein Pokémon eigentlich gerade gemeuchelt, aber... Ah. Mutter. Okay, Sand. Was... Was ist denn los, Schatz? Schatz! Mein Schatz! Ja. Du liebes Bisschen. Das hast du alles erlebt. Das große Schweigen, ja. Du und Leo können vom Glück reden, dass ihr auf Professor Albe getroffen seid. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was sonst geschehen wäre. Wer weiß, wozu wilde Pokémon alles in der Lage sind.
Snow, ich denke, du sollst Professor Eibe einen Besuch abstatten. Er lebt doch in Sandgemme, oder? Hat er nur zweimal gesagt, ja. Dreimal wissen wir es, glaube ich. Ach, egal. Da du jetzt nicht mehr ohne Pokémon dastehst, ist das Vogras auch nicht mehr so gefährlich. Außer, dass wir eine Nuzlocke spielen. Oh, ich habe hier noch etwas für dich. Hier, Snow. Zieh dir an. Strecksocken. Oh, schade. Turbotreter. Nach Sandgemme zu gehen ist... Sorry, ist schon ein Abenteuer für sich. Mit Turbotretern kommst du viel schneller von einem Ort zum anderen. So, ich lese dir vor, wie du sie verwendest. Ja, mit B, vielen Dank, das weiß ich selber. Halt Kopf zurück, zieh deine Turbotreter und so weiter. Na, das ist doch mehr als praktisch. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr anhalten. Ah! Das war doof. Ja. Ich wollte eigentlich... Ah, ich... I can't tasten. Schauen wir mal. Genau, das ist Sims. Sanft. Ja, okay. Ist alles. Ist das wichtig oder ist das einfach nur so ein Random Fact gewesen? Geil. Fähigkeit Finalschlag. Einfach quasi Fähigkeit zum Zuge kommen wird, nach Möglichkeit. Jo. Naja. Ist doof, ne? Letztes Mal hatte ich irgendwann mal so ein Goldini mit Dürre, das war geil. Warum hast du Goldini ausgewählt? Nee, das nicht in dem Fall, in einem ganz anderen. Ja, gibt Besseres, gibt Schlechteres, kann man mit anfangen. Jo. Hi. Bist du langsam? Oh, ich bin die Warterei leid. Ich besuche Professor Eibe und werde mich bei ihm bedanken. Mir ist eine blendende Idee gekommen. Hör zu. Du kennst doch den See, an dem wir immer spielen. Nee, kenn ich nicht. Wusstest du, dass dort ein legendäres Pokémon leben soll? Und nun denk mal nach. Wir fangen es mit Hilfe unserer Pokémon. Das macht Professor Eibe bestimmt glücklich, da bin ich mir sicher. Du und ich zusammen kann uns niemand was. Ah, geh weg, geh weg! Wahrheitsufer. Werd ihn nicht Wahrheit, los. Wahrheit. Wahrheit. Die Arbeit, Wahrheit, Wahrheit. Okay. Ja. Ah, wir sind fast am See. Mach dich bereit, denn nun fangen wir jetzt legendäre Pokémon. Vertrau mir einfach, wenn ich dir sage, das ist hier, jo, dann ist auch es hier. Artikulation. Jo. Schneidest du eigentlich? Das steht so auf dem Schild da. Nein. Okay. Habe nicht auf die Uhr geschaut. Aber jetzt ist ein super Punkt zum Aufhören. Eine kurze Pause. Scheiß Cliffhanger.